Ja. Ich Genau. erkläre das, also ich erkläre das so auch sehr, sehr gerne meinen Patientinnen immer und meinen Patienten, weil ich finde, man muss immer so die Logik dahinter kennen. Und ich sage auch immer, das ist so ein bisschen so, wie wenn du Neurodermitis hat man ja meistens schon lange, lange Jahre. Und dann kommst du so in die Praxis und die Leute sagen, wie lange dauert das jetzt, bis es weg ist? Und ich sage dann immer, stell dir ein Haus vor, das du über Jahrzehnte oder über Jahre lang, einfach jahrelang vollgemüllt hast, sozusagen. Und dieser Müll, es kann die Ernährung sein, es kann Rauchen, Alkohol, Medikamente, synthetische Hormone, Umweltgifte, auf die wir gar keinen Einfluss haben, alles Mögliche sein, ja? Und dieses Haus ist einfach irgendwann total vollgemüllt. Und du willst was tun. Das ist nicht in der Woche getan, du hast nicht in der Woche aufgeräumt, du musst wahrscheinlich renovieren, du musst die Wände neu streichen, du musst alles Mögliche machen, das kann Monate gehen und dann ist das Haus wieder sauber. Also das ist auch nochmal so ein Vergleich. Oder das Giftfass, du kannst alles nehmen. Im Prinzip muss man sauber machen und einfach versuchen, wirklich die Entgiftungsorgane auch zu stärken, dass Ja. die richtig arbeiten und die Haut nicht der Depp ist, der das ausbaden muss, sozusagen. Wurde. Also letztendlich aus heutiger Sicht weiß ich, dass dieser Weg für mich wichtig war, auch wenn ich natürlich gelitten habe. Klar, ich habe gelitten unter diesen Krankheiten, aber sie waren quasi mein Türöffner zu mir selbst, in meine Kraft, zu meiner Lebensaufgabe. Und vor einigen Jahren habe ich mich mal selber gefragt, wenn ich nochmal die Wahl hätte, ob ich auf diese Krankheiten verzichten würde und dafür eben auch auf dieses ganze Leid, was damit verbunden war, oder trotzdem wieder den gleichen Weg wählen würde, dann würde ich wieder den gleichen Weg wählen. Weil er hat mir ja sehr geholfen, zu mir selber zu sein und häufig auch in der Lage zu sein, anderen Menschen zu helfen, auf ihrem Weg zu sich selbst wurde. Also letztendlich aus heutiger Sicht weiß ich, dass dieser Weg für mich wichtig war, auch wenn ich natürlich gelitten habe. Klar, ich habe gelitten unter diesen Krankheiten, aber sie waren quasi mein Türöffner zu mir selbst, in meine Kraft, zu meiner Lebensaufgabe. Und vor einigen Jahren habe ich mich mal selber gefragt, wenn ich nochmal die Wahl hätte, ob ich auf diese Krankheiten verzichten würde und dafür eben auch auf dieses ganze Leid, was damit verbunden war, oder trotzdem wieder den gleichen Weg wählen würde, dann würde ich wieder den gleichen Weg wählen. Weil er hat mir ja sehr geholfen, zu mir selber zu sein und häufig auch in der Lage zu sein, anderen Menschen zu helfen auf ihrem Weg zu sich Im selbst. Zuge von unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten für den Darm bin ich immer wieder auf Grenzen gestoßen, wo einfach auch dann behandlungstechnisch nichts weitergegangen ist. Ein Beispiel war auch bei mir selber. Ich habe sehr, sehr lange mit Allergien zu kämpfen gehabt, gegen Gräser, Pollen, Hausstaub, unterschiedliche Tierarten und habe mir selber dann mehrere Konzepte oder Behandlungskonzepte auferlegt und der Erfolg war nur mittelmäßig, was sich dann auch bei anderen Leuten wiedergespiegelt hat und habe dann einfach nach unterschiedlichen Möglichkeiten gesucht, wie man denn anders arbeiten kann oder was es denn sonst noch gibt. Und dann habe ich eine Kollegin, eine Klinikkollegin in Berlin getroffen und sie sagt, nimm doch Pilze, ist doch viel einfacher. Die machen das doch auch alles. Und dann hat sie mir halt einen Pilz empfohlen, damals den Chaga-Pilz. Und den habe ich dann selber genommen und das hat mir dann so getaugt und ich habe so einen guten Erfolg gehabt, dass ich mich dann angefangen habe einzulesen und dann immer weiter in dieses Thema zu vertiefen. Und ja, das ist jetzt knapp 2 Jahre inzwischen schon her und seitdem bin ich halt irgendwie dabei, das immer mehr zu verwenden und komme immer wieder auf neue Sachen drauf, was denn diese kleinen zauberhaften Wesen alles können. Diese, naja, die speziellen und die außergewöhnlichen Menschen, die haben mich eigentlich immer schon fasziniert. Persönlich, ganz persönlich. Und dann irgendwann habe ich mal erkannt, naja, vielleicht ist es auch, hat es einen Grund, dass ich bestimmte Menschen als Klienten oder Patienten schon früher als Heilpraktikerin besonders gerne hatte. Die Termine habe ich mir immer besonders gefreut. Die Gespräche waren besonders anregend. Es war besonders herausfordernd. Die waren wirklich außergewöhnlich, selbstreflektiert, kritisch, tief wahrnehmend, viel denkend. Und dann habe ich festgestellt, dass es eine große Gemeinsamkeit gibt, nämlich diese Hochsensibilität, eine besondere Begabungsform, das ist die Hochbegabung der Sinne. Auch die Hochsensitivität, also das, was jenseits der fünf körperlichen Sinne besonders offene Wahrnehmungskanäle auszeichnet. Und dann habe ich gesagt, okay, mit den Menschen beschäftige ich mich am meisten, am liebsten, habe mich darauf spezialisiert, habe einige Bücher zu den Themen geschrieben und
Ja, das ist so deswegen der Weg, wie ich dahin gekommen bin. Und natürlich gibt es irgendwann auch die Erkenntnis, dass es ein wesentliches Merkmal dieser außergewöhnlichen Menschen die Problematik des Abgrenzens ist. Auf jeden Fall. Und Abgrenzen heißt immer alles das, was mir nicht förderlich ist. Und da gibt es nun, also wenn wir auf das Thema Haut gehen, als Heilpraktikerin habe ich mich natürlich intensiv mit der Psychosomatik beschäftigt in dem Zusammenhang. Wir haben einmal das Entoderm, die inneren Häute, das fängt oben beim Mundschleimhaut an, endet beim After. Auch da gibt es bei den Hochsensiblen und Hochsensitiven ganz, ganz häufig Allergien. Wir haben Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wir haben Reaktionen auf künstliche Zusatzstoffe etc. Und das Zweite ist die äußere Haut, nämlich meine Abgrenzung nach außen. Ja? Alles das, was mein Grenzorgan, das größte Organ des Körpers ist. Innen ist der Darm als ganz großes Organ und außen die Haut. Und wenn du sehr, sehr feinfühlig bist und sehr viele Wahrnehmungen hast, dann kann das wirklich sein, dass diese Organe echt überlastet sind, solange du noch nicht gelernt hast, gut für dich zu sorgen. Also genau, als ich mich am Anfang mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich natürlich gedacht, das war das Quecksilber von meinem Amalgam und das ist Schuld und so weiter. Jetzt am Ende bin ich dann doch ein bisschen weiser geworden und weiß, dass die Quecksilber, dass die Schwermetalle nicht die Schuld oder die Ursache von allem sind, aber eine sehr wichtige Ursache. Parallel war es eben wirklich diese Dysbiose im Darm, die durch das Antibiotika ausgelöst wurde, weil meine Bakterien nicht in der Vielzahl oder in der Vollständigkeit einfach diese Gifte verstoffwechseln konnten. Und also Quecksilber, wenn das rausgeholt wird, ne, durch das Bohren, ne, das Amalgam aufbohren, atmet man ja diese giftigen Dämpfe ein und die werden ja eben verstoffwechselt, sodass sie dann ausgeschieden werden können wieder. Und da Neurodermitiker eh immer Probleme mit Schleimhäuten haben und meistens immer auch einen Biotin-B6-Mangel oder B12-Mangel, konnten die Schleimhäute das eben auch nicht richtig abtransportieren. So, und dann kam das eben nur kombiniert mit dieser Antibiotika-Geschichte eben und dem Stress, natürlich totale Übersäuerung auch. Und dann habe ich zu der Zeit auch gerne, war auch gerne feiern, so bin ein lebenslustiger Mensch, so gerne mit Freunden unterwegs und habe dann auch Alkohol getrunken und das war die Kombi aus allem. Also heutzutage glaube ich wirklich, dass die Schwermetalle einfach nicht abgeleitet werden konnten, weil mein Stoffwechsel einfach nicht fähig war, diese Gifte auszuscheiden. Und bei Neurodermitika muss man auch immer sagen, was auch ganz spannend ist, dass die Nierenfunktion häufig stark eingeschränkt ist, weil man entgiftet ja auch über die Haut und über die Nieren, die Säuren zum Beispiel. Und wenn die Nieren nicht ausscheiden können, dann wird das alles über die Haut ausgeschieden. Und da wird es spannend, weil da entsteht für mich aus heutiger Sicht die Neurodermitis. Auf der Haut, dass das Milieu sozusagen der Haut sich ändert und dass sich da eben Parasiten, Pilze, whatever, manche sagen ja auch, dass Neurodermitis einfach auch eine Pilzinfektion ist, dass sich darauf eben die Pilze bilden können. Ja. Alkohol auch drauf verzichten, keine Drogen, nicht rauchen. Sollte sich, glaube ich, von selbst erklären, wenn man chronisch krank ist. Aber ich sehe ganz viele Neurodermitiker, die einfach frustriert sind, die gesagt haben, nee, ich akzeptiere das jetzt einfach so, habe meinem Körper Pech gehabt, ich gönne mir jetzt Hedonismus und ich trinke jetzt einmal die Woche, dann ist es halt scheiße, ist halt so. Das finde ich so schade, weil man einen Gesundheitszustand erreichen kann durch ein bisschen Disziplin am Anfang, der langfristig haltbar ist. Also ich habe jetzt so wenig Neurodermitis wie schon seit langer Zeit nicht mehr. Ich habe immer noch, ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann, hier da so sind so einige kleine Stellen. So kleine Fleckchen sieht man, ja. Da so ein Pickelchen und hier ein bisschen rot am Auge. Aber das ist ja nichts im Gegensatz zu was sein kann, ne? Boah, ich hatte früher, also 2008, 2009, habe ich noch Bilder von, ich hatte hier auf der Brust einen Streifen, wo ich es nicht hatte. Ansonsten überall. Also unten auf den Fußgelenken angefangen, auf dem Fußspann angefangen, hat es gejuckt hoch bis zum Schienbein, die Kniebeuge war übersät, die Oberschenkel waren rot und verändert. Ich hatte den Bauch juckend, ich hatte den ganzen Hals zerkratzt, wenn ich den Kopf gedreht habe, ist hier hinten aufgerissen. Ich hatte die Augenlider alles schuppig, überall Hautschuppen in der ganzen Wohnung, auf der ganzen Kleidung verteilt. Ich habe jede jegliche Kleidung durchgescheuert, weil meine Haut wie Sandpapier war. Und das war der Normalzustand. Und das ist, glaube ich, bei vielen Leuten, die das jetzt hier anhören, der Normalzustand. Und ich kann nicht versprechen, dass Ernährung das verändert.
Aber Ernährung ist was, was man verändern kann. Wenn ich dir jetzt sage, ja, es ist deine Wohnung, es ist dein Stresslevel, es ist deine Partnerin, es ist die Stadtluft, das sind alles Sachen, die relativ einschneidend sind, wenn man sie verändert. Aber so eine pflanzliche Ernährung ist inzwischen sehr alltagstauglich geworden. Die ist ungewohnt, auf jeden Fall. Ich würde aber jedem, der unter egal welcher chronischen Krankheit leidet, empfehlen, das für 4 Wochen auszuprobieren. Nicht um sich zu heilen, sondern um zu gucken, ob es die Symptome verändern kann. Es ist einfach machbar, hat einen starken Effekt und man kann es halt ausprobieren. Es kostet also ja quasi nichts. In 4 Wochen sagst du schon, das sollte sich schon auf die Symptome auswirken, wenn man es mal 4 Wochen ausprobiert, ja? Ja, das Spannende ist ja, wenn es mit Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergien zu tun hat, die durch eine vegane Ernährung, idealerweise ohne Soja und Nüsse, besser wird, dann merkt man ja, wenn ich es nicht esse, juckt es nicht. Klar, die Haut muss immer noch verheilen und ich merke auch, dass meine Hautbeschaffenheit verschieden ist an den Stellen, wo ich von Neurodermitis betroffen bin oder wo ich nicht betroffen bin. Also wenn ich jetzt an der linken Armbeuge fühle, da fühlt sich die Haut anders an als an der rechten Armbeuge, die ist verändert. Mhm. Aber wenn ich jetzt viele Sojaprodukte esse zum Beispiel, dann juckt es mich auch. Also ich merke das. Und wenn man jetzt beispielsweise sich rein pflanzlich ernährt, auf die Hauptallergene verzichtet, wie Soja und Nüsse, vielleicht sogar glutenhaltige Getreide drauf verzichtet und es trotzdem nicht besser wird, dann würde ich mal gucken, was Sache ist. Vielleicht wirklich mal eine Fastenzeit einlegen, betreutes Fasten, da gibt es tausende Experten und oder auch Kliniken, wo man sich einbuchen kann. Wenn es während der Fastenzeit besser wird und kein Juckreiz mehr kommt oder fast keiner mehr kommt, dann war es wahrscheinlich irgendein Nahrungsbestandteil, der hier die Symptome verschlimmert hat. Also fangen wir es mal einfach an. Dermitis heißt ja, es entzündet sich etwas. Ja? Alles, was mit Itis aufhört, da spielt eine Entzündung eine Rolle. Und wir haben ja den Frank auch dabei, der eben sehr starke Hautentzündungen hatte. Ja? Und das zeigt, dass es also ein entzündliches Geschehen ist. Und dieses entzündliche Geschehen beginnt im Darm. Und der Darm, wie ich gerade gesagt hatte, ist nerval sehr, sehr stark verbunden, nicht nur mit dem Gehirn, sondern auch das Immunsystem. Das Immunsystem ist nicht umsonst in großen Teilen, und ich will mich gar nicht streiten, ob es jetzt 78% oder ob es 85% sind, aber in großen Teilen ist das Immunsystem gelagert im Darm. Und das hat natürlich seinen Grund, weil der Darm ein Tatort ist. Ja? Der ist sehr, sehr gefährlich. Und wenn bestimmte Substanzen, die artunspezifisch sind, dort ankommen, dann muss das Immunsystem reagieren. Und das ist so die Verbindung. Der Darm, wenn man das von der histologischen Seite her betrachtet, dann ist der Darm ja auch nichts anderes wie die Haut. Nur im Grunde einmal umgestülpt, aber es ist eine Grenzfläche. Ja, und wir sprechen in diesem Fall fachlich von der sogenannten First Line of Defense. Also die erste Abwehrlinie. Und dazu gehört die Haut, dazu gehört der Darm, die Darmschleimhaut, also alles, was verhindert, um in die Körperintegrität hineinzugeraten. So, da haben wir unsere Nasennebenhöhlen, da haben wir die Ohren, da haben wir den Rachenraum. Also all diese Grenzgebiete sind über Schleimhäute ausgekleidet. Und diese Schleimhäute werden durch bestimmte Substanzen in der Nahrung, und da gibt es einige, die man in Milch aufzählen kann, eben in Missleidenschaft gezogen oder Mitleidenschaft gezogen. So, da ist so in etwa die Verbindung. Und viele Patienten, die werden auf der zweiten oder dritten Ebene des Immunsystems behandelt und nicht auf der ersten. Ja, und das ist ein großes Problem aus meiner Sicht, weil einfach gesprochen, wenn ich die Tür auflasse, ist immer noch viel in der Lage, ins Körperinnere hineinzukommen. Also muss ich doch erstmal dafür sorgen, dass ich die Tür schließe. Da Hormone so tief in unseren Stoffwechsel eingreifen, sind sie wichtige Säulen unserer Gesundheit. Und wenn diese wichtigen Säulen fehlen, dann öffnen sie natürlich allen möglichen Gegebenheiten Tür und Tor. Also fehlen die Hormone, dann kriegen sie nicht nur Schlafstörungen, sie können nicht nur Depressionen bekommen, sie können nicht nur rheumatische Beschwerden bekommen, sondern sie können tatsächlich auch eine Neurodermitis bekommen. Oder wir können es auch allgemeiner fassen, Hautausschläge. Das geht über offene Beine, das geht über Ausschläge, die man als Neurodermitis bezeichnen kann, bis hin, dass psychische Symptome auftauchen können. Und das übliche Vorgehen ist ja bei uns, dass wenn wir so eine Symptomatik haben, wir in der Regel unterdrückend arbeiten. Also die klassische Therapie bei der Neurodermitis ist, dass man dann letztendlich Kortikoide gibt. Also man gibt irgendetwas, was das Immunsystem unterdrückt. Das Vorgehen bei uns in der Praxis ist ein anderes. Also wir arbeiten hier
man könnte sagen, ressourcenorientiert. Also wir gucken, wie kriegen wir das hin, dass der Körper im Hintergrund so stabil läuft, dass er die Hautausschläge nicht mehr machen muss, ne? Dass er die nicht mehr braucht und das verlassen kann. Das ist im Grunde das, wie wir hier in der Praxis vorgehen. So, und die Hormone sind Grundpfeiler unserer Gesundheit. Die Hormone entscheiden, wie hunderte von Genen, tausende von Genen abgelesen werden. Und eine Idee bei der Entstehung der Neurodermitis ist ja, dass es einen Gendefekt gibt und letztendlich diese Gamma-Linolensäure nicht gebildet wird. Deswegen spielt das Borage-Öl oder das Nachtkerzenöl ja so eine große Rolle. Letztendlich muss man dann aufhorchen, wenn man hört, da gibt es einen Gendefekt. Wir wissen heute, dass viele Stoffe Gene modulieren können. Dazu gehören Vitamine, dazu gehören Aminosäuren, dazu gehören Spurenelemente. Die Hormone gehören aber auch dazu. Und bei der Neurodermitis fällt halt auf, ne, sie geben Gamma-Linolensäure, sie geben Magnesium, sie geben Zink, sie geben Vitamin B6 oder auch Omega-3-Fettsäuren. Das sind oftmals Substanzen, die antientzündlich wirken. Ne? Also man kann im Stoffwechsel weitergehen. Es gibt ja auch im Stoffwechsel Stoffe, die entzündungsunterdrückend wirken. Das ist das Prostaglandin E für denjenigen, der es hören möchte. Die Hormone haben aber die gleiche Kompetenz. Und wir wissen das aus Schwangerschaften. Frauen in der Schwangerschaft, die vorher Allergien haben oder auch autoimmune Erkrankungen haben, ganz häufig spielt das in der Schwangerschaft keine Rolle. Es gibt die Ausnahme, dass es in der Schwangerschaft auch schlimmer wird, weil in der Schwangerschaft Hochprolaktin ausgeschüttet wird. Prolaktin fördert bei uns Entzündungsprozesse, aber die Regel ist, dass es Frauen in der Schwangerschaft deutlich besser geht. Und Allergien, die vorher eine Rolle spielten, spielen auf einmal in der Schwangerschaft überhaupt gar keine Rolle. Und das zeigt einfach, welche Macht die Hormone im Hintergrund haben. Und deswegen ist es ganz spannend, bei chronischen Erkrankungen, auch bei einer Neurodermitis zu gucken, was läuft eigentlich im Hintergrund? Ist der Körper im Hintergrund tatsächlich mächtig zugange, macht er das, was er normalerweise machen soll? Ist der Boden, auf dem wir hormonell stehen, hier ein dicker Boden? Oder ist der so dünn, dass im Grunde Kleinigkeiten dann dazu führen, dass es zu einer Symptomatik, wie in diesem Fall dann zur Neurodermitis kommt? Und insgesamt bin ich zu dem Thema Neurodermitis und so weiter natürlich auch noch gekommen, weil ich selbst betroffen bin. Das war in meiner Jugend sehr schwer. Mittlerweile habe ich das relativ gut im Griff. Und dann so in der Phase, wie wir unsere Praxis eröffnet haben, haben wir uns natürlich auch ein bisschen mit Fachleuten auseinandergesetzt. Ich bin da in Kontakt mit einem Arzt in Heidelberg gekommen, der Dr. Alexander Wunsch, und der hat sehr viel Wissen und Know-how im Bereich Licht und Farben. Bei dem haben wir uns also einige Informationen geholt. Das fand ich jetzt also sehr attraktiv, also auch sich mit diesem Thema mal auseinanderzusetzen. Und dann sind wir so sukzessive halt in diese Thematik hineingeglitten. Und was mich so fasziniert ist daran, wie simpel man eigentlich viele Sachen mit Licht machen kann, wie effektiv das sein kann und wie, zumindest mal was jetzt das sichtbare Licht betrifft, wie nebenwirkungsfrei die Therapie mit einem solchen Medium sein kann. Das finde ich also hochinteressant. Und bei der Auseinandersetzung mit der ganzen Thematik ist dann mir erst bewusst geworden, dass das ein alter Hut ist. Also im Endeffekt haben schon vor tausenden von Jahren die Leute mit Licht geheilt. Das ist irgendwie so ein kleines bisschen in Vergessenheit geraten. Wahrscheinlich hat die Pharmaindustrie da einen gewissen Anteil daran, dass man heute mit anderen Sachen da rangeht. In gewissem Maße mag vielleicht auch die Wirkung nicht so schnell gehen. Man muss also ein bisschen mehr Geduld haben. Man muss sich mit der Materie auseinandersetzen. Und es ist auch ein kleines bisschen vielleicht gegen den Trend auf der anderen Seite wieder, wenn wir sehen, wie oft jetzt Warnungen gegen die Sonnenbestrahlung ausgesprochen werden, also Ozonlicht und mittlerweile überall Hautcremes bis Lichtschutzfaktor 50 und so weiter. Und dann mit so einem Ansatz zu kommen, zu sagen, früher hat man mit Sonnenlicht geheilt, das kann man heute auch noch machen, macht einen nicht immer ganz einfach, sagen wir es mal so, ja. Also es ist ein spannendes. Ja, also jetzt gibt es natürlich Millionen von Schadstoffen, die dank unserer Chemie neu eingeführt wurde hier auf der Erde. Andererseits gibt es allerdings auch alte Schadstoffe, die es von früher gegeben hat, allerdings nicht in diesen hohen Konzentrationen. Und jetzt muss man natürlich eine gewisse Priorisierung machen, wo sind viele betroffen und was ist wirklich sehr giftig und was spielt eben für die häufigsten Krankheiten eine große Rolle. Und da müssen Sie halt aus diesen vielen Millionen Stoffen und Chemikalien und Molekülen und so weiter und Elemente, da gibt es im Prinzip eine Rangliste und die hat auch die US-Regierung, macht die auch schon seit Jahrzehnten, kann man sagen. Alle zwei Jahre wird die gemacht, die sogenannte CERCLA-Liste von der
Agency of Toxic Substance Registry, also sozusagen von der Regierung, das ist eine Regierungs, ich glaube von der EPA, eine Untergruppe von der EPA und von der CDC. Und die machen das und dann haben sie sozusagen eine Top-Liste von 200, ich glaube 75 insgesamt. List, und die tun sie praktisch priorisieren nach Rangliste 1 eben bis 275. Und zwar nach Giftigkeit plus wie viel Bevölkerung da betroffen ist. Also diese zwei Faktoren spielen rein. Und das Spiel sind halt auf der ersten drei Plätze, ist einerseits Arsen, Blei, Quecksilber. Wobei Quecksilber von allen drei, also von allen zwei eben das giftigste ist, bei weitem. Nämlich, es ist bei Nerven- und Tierversuchen ist es einfach so, dass es zehnmal giftiger ist wie Blei. Und eben diese drei stehen an der ersten drei Stellen und neu eben an der siebten Stelle, früher an der achten Stelle steht auch Cadmium, nochmal ein sogenanntes Schwermetall. Arsen können wir jetzt sozusagen als Halbmetall auch dazu zählen, weil es eben mit diesem Entgiftungsmittel, nämlich DMPS oder Irminix, sehr, sehr gut ausgeleitet werden kann. Aluminium steht so an 248. Stelle, Formaldehyd 270. Stelle, nur da mal um eine gewisse, einfach mal so ein bisschen Dampf raus. Und ja, du hast ja, wie gesagt, glaube ich, auch viel, viel Forschung selber betrieben, ja? Also, Wissenschaftler betreiben Forschung in einem ganz anderen Maße sozusagen, aber man als Betroffener, ich kenne das ja auch selber, ich habe unter Akne gelitten, diese Forschung hilft den Betroffenen wahrscheinlich immer viel mehr, als dass es die Wissenschaft tut. Deswegen, du sagst, Neurodermitis kommt von innen. Erzähl doch mal was über deine eigene Forschung, über deine individuelle Forschung. Ja, ist ganz spannend, dass du das sagst, weil ich und du vielleicht auch, wir hatten damals irgendwie gar nicht mehr so richtig die Wahl. Also für mich war so, entweder ich gebe mich dem hin und bin so das Opfer der Ereignisse, oder ich suche mir so einen Weg, und ich hatte so eine Hoffnung irgendwie. Ganz tief in mir drin war so, nee, also eigentlich fühle ich mich ganz anders, als ich außen bin. Also so, keine Ahnung, ich habe mich immer so eingezwängt gefühlt, aber eigentlich in mir drin halt eben nicht. Also es war irgendwie so, naja, egal. Auf jeden Fall bin ich auf meinem Weg gegangen, habe sehr viel geforscht, sehr viel ausprobiert, und ich kann dir sagen, ich bin überzeugt davon, dass der Auslöser schlechthin Stress ist. Und damit meine ich nicht nur Druck oder Leistungsdruck oder so, ich meine Stress auf körperlicher Ebene, Stress auf geistiger Ebene und Stress auf seelischer Ebene. Da können wir ja gleich noch ein bisschen tiefer darauf eingehen. Und genau, also es halt, ich sage immer auch bei meinen Coachings und in den Sessions, die ich mache, dass das wie so die drei Säulen sind, auf die wir so aufpassen müssen. Und das eigentlich was Gutes ist, weil jeder Mensch sollte darauf aufpassen. Und wir kriegen halt sozusagen das Zeichen. Es ist kein schönes Zeichen, ich will das nicht schönreden, aber es ist ein Zeichen, was wir lesen können. Und jetzt heute noch lese ich auch immer noch meinen Körper sozusagen und teste dann immer ab, ist es jetzt gerade, weil ich zu viel Zucker gegessen habe, ist es jetzt gerade, weil ich zu viel Leistungsdruck gemacht habe, oder ist es eine vergangene Geschichte, die getriggert wird, die ich aufarbeiten muss. Also so die drei Themen sind es meiner Meinung nach, die man in Balance bringen kann, und da gibt es verschiedene Methoden. Und ich habe halt eben verschiedene Wege gefunden, wie ich glaube, dass es vielen helfen wird, sage ich mal so. Sicherlich warst du auch viel bei Ärzten unterwegs, kann ich mir vorstellen. Ja. Wie hast du, also erstmal, konnten die helfen, die Ärzte? Und wie hast du vor allem auch die Behandlung durch die Ärzte erlebt? Haben sie dir Hoffnung auf Heilung gegeben? Ich möchte über niemanden also urteilen, weil Ärzte sind da, also die haben mir auch geholfen. Also ich war ja ungefähr mit 3 Jahren, hatte ich wegen der Hautkrankheit eine ganz andere Krankheit, weil ich war übel anfällig für alles Mögliche, und ich hatte dann Nierenversagen, es war alles ganz schlimm. Und natürlich, also hätte ich die Ärzte nicht gehabt, dann wüsste ich jetzt nicht, ob ich hier sitzen würde. Von daher waren die schon alle richtig so, wie sie waren. Aber sie konnten mir in dem Sinne keine Hoffnung machen, und das wollten sie auch gar nicht. Und ja, du hast ja, wie gesagt, glaube ich, auch viel, viel Forschung selber betrieben, ja? Also Wissenschaftler betreiben Forschung in einem ganz anderen Maße sozusagen, aber man als Betroffener, ich kenne das ja auch selber, ich habe unter Akne gelitten, diese Forschung hilft den Betroffenen wahrscheinlich immer viel mehr, als dass es die Wissenschaft tut. Deswegen, du sagst, Neurodermitis kommt von innen. Erzähl doch mal was über deine eigene Forschung, über deine individuelle Forschung. Ja, ist ganz spannend, dass du das sagst,
weil ich und du vielleicht auch, wir hatten damals irgendwie gar nicht mehr so richtig die Wahl. Also für mich war so, entweder ich gebe mich dem hin und bin so das Opfer der Ereignisse, oder ich suche mir so einen Weg. Und ich hatte so eine Hoffnung irgendwie. Ganz tief in mir drin war so, nee, also eigentlich fühle ich mich ganz anders, als ich außen bin. Also so, keine Ahnung, ich habe mich immer so eingezwängt gefühlt. Aber eigentlich in mir drin halt eben nicht. Also es war irgendwie so, naja, egal. Auf jeden Fall bin ich auf meinem Weg gegangen, habe sehr viel geforscht, sehr viel ausprobiert. Und ich kann dir sagen, ich bin überzeugt davon, dass der Auslöser schlechthin Stress ist. Und damit meine ich nicht nur Druck oder Leistungsdruck oder so. Ich meine Stress auf körperlicher Ebene, Stress auf geistiger Ebene und Stress auf seelischer Ebene. Da können wir ja gleich noch ein bisschen tiefer darauf eingehen. Und genau, also es halt, ich sage immer auch bei meinen Coachings und in den Sessions, die ich mache, dass das wie so die drei Säulen sind, auf die wir so aufpassen müssen. Und das eigentlich was Gutes ist, weil jeder Mensch sollte darauf aufpassen. Und wir kriegen halt sozusagen das Zeichen. Es ist kein schönes Zeichen, ich will das nicht schönreden, aber es ist ein Zeichen, was wir lesen können. Und jetzt heute noch lese ich auch immer noch meinen Körper sozusagen. Und teste dann immer ab, ist es jetzt gerade, weil ich zu viel Zucker gegessen habe, ist es jetzt gerade, weil ich zu viel Leistungsdruck gemacht habe, oder ist es eine vergangene Geschichte, die getriggert wird, die ich aufarbeiten muss. Also so die drei Themen sind es meiner Meinung nach, die man in Balance bringen kann, und da gibt es verschiedene Methoden, und ich habe halt eben verschiedene Wege gefunden, wie ich glaube, dass es vielen helfen wird, sage ich mal so. Sicherlich warst du auch viel bei Ärzten unterwegs, kann ich mir vorstellen. Ja. Wie hast du, also erstmal konnten die helfen, die Ärzte, und wie hast du vor allem auch die Behandlung durch die Ärzte erlebt? Haben sie dir Hoffnung auf Heilung gegeben? Ich möchte über niemanden also urteilen, weil Ärzte sind da, also die haben mir auch geholfen. Also ich war ja ungefähr mit 3 Jahren, hatte ich wegen der Hautkrankheit eine ganz andere Krankheit, weil ich war übel anfällig für alles Mögliche und ich hatte dann Nierenversagen, es war alles ganz schlimm. Und natürlich, also hätte ich die Ärzte nicht gehabt, dann wüsste ich jetzt nicht, ob ich hier sitzen würde. Von daher waren die schon alle richtig so, wie sie waren. Aber sie konnten mir in dem Sinne keine Hoffnung machen und das wollten sie auch gar nicht.